Schiffsbauern, ich habe mir immer vorgestellt, dass Riesen sie hier zurückgelassen haben. Keine Riesen, sondern Dachse. Obwohl durch ihre Taten die Besten unter ihnen wie Riesen wirkten. Die Kleinsten unter uns sind zu großen Taten fähig, wenn die Not es verlangt. Deswegen muss ich als Maus, so als kleines, winziges Etwas hier alles machen. Aber jetzt mal eine andere Frage. Der Dieb, wisst ihr, wo er jetzt ist, der diesen Ring gestohlen hat? In der anderen Truhe war, die nicht mehr dort war. Dort unten irgendwo. Ja, am Tor zum Nordhang. Das Tor zum Nordhang? Wo ist das? Soll zur Waffenkammer gehen. Das Tor zum Nordhang. Darf ich jetzt mir den Weg freisprengen? Aber mir fehlt ja noch der Schlüssel. Östlich von hier steht hinter der Lichtung eine Sternebrücke. Am Ende der Brücke gibt es eine Tür. Hinter der Türe steht in nördlicher Richtung ein Tor. Triff mich dort, sogleich. Wie sie jetzt hier eine Schnitzeljagd mit mir macht. Ach, die Luin. Ich muss doch für andere schon Schnitzeljagden machen. Gusto und Fatale wollen auch noch, dass ich ihnen ziemlich viel Zeugs sammle. Wovon ich eigentlich keine Ahnung habe. Gerade ja eine Flöte, aber hatten die was vom Hafen gesagt oder war das wer anders beim Hafen oder er war keine Ahnung, wo der Hafen ist. Wir haben was Wasserartiges gesehen unten in den Katakomben bei der Türe, die verschlossen war, wo wir den Katakombenschlüssel brauchen. Vielleicht ist das der Hafen? Naja, aber kümmern wir uns erstmal um die Luin. Die hier vorne auch schon steht. Kannst du das auch aufsprengen? Eigentlich cool, ne? Und vielleicht befindet sich ja auch dort hinter eine Larve. Mit Bienenkönigin. Das ist schon nice. Wer ist es, der dort kommt? Jalan? Sehe ich wie eine Ratte für dich aus? Nein, ich bin Thilo, der Bade. Willkommen, mein guter Mäuserich. Wenn du eine Frage hast, so sag sie mir bitte. Der Dieb? Erzähl mir was erstmal über dein Leben. Frage und ich werde dir antworten, so gut wie ich kann. Ja, das haben wir ihr eigentlich noch gar nicht gefragt, ob sie sich an ihre wahre Liebe erinnert. Welche Erinnerungen sie an ihre wahre Liebe hat. Ich erinnere mich an das Glück unserer Liebe und dann dem Schmerz über seinen Tod. Ja, weil du ihn umgebracht hast, aber daran erinnerst du dich wahrscheinlich nicht, ne? Borke, wer war er? Oh, das haben wir schon gefragt. Neugier ist eine Tugend, mein guter Mäuserich. Neugier ist nicht nur der Katze tot. Also, wo ist der Dieb? Ich sehe ihn nicht. Der Dieb? Die Maus ist hier unter diesen Steinen. Was ist passiert? Eine Menge Pech und die Tatsache, dass keineswegs alles Gute von oben kommt. Ja, hat er gelitten, als er gestorben ist. Also von diesem Geröll zerquetscht wurde. Nun, er wurde zerschmettert, mein guter Mäuserich. Von einem Berg aus Steinen. Ich denke nicht. Also ist er sofort gestorben. Dann hat er den Schatz mit in sein Grab genommen. Oh, nichts ist auf ewig verloren. Die Zeit wird aus diesen Steinen Staub machen. Die Zeit. Oder eine Stange Dynamit. Oder ein Tropfen Brisanz.
Ja, Finch, Schlüssel fürs Brisanzlager. Von Brisanz haben wir schon gelesen. Ist das nicht gefährlich? Nicht für den, der Acht gibt. Darf ich dich an die Vault zurückerinnern? Das war das Level, wo wir diese blaue Vase stehlen mussten mit der Diebesgilde. Da war ich in irgendeiner Kammer und habe versehentlich beim Einsammeln einer Mine diese geworfen und mich dadurch selbst fast in die Luft gesprengt. Ja, aber das Beste war ja immer noch auch The Sorna 2. War das hohe Chaosfaktor von Corvo? Niedriger Chaosfaktor von Emily? Auf jeden Fall im Haus von Kirin Jindosh. Der Öltank für den Blitzpfeiler. Als ich den rausgenommen habe, und sanft ablegen wollte, habe ich ihn versehentlich geworfen, warum auch immer. Und der ist dann auch in meinem Gesicht explodiert. Aber ich habe überlebt. Also von daher, vielleicht werde ich ja hier eine Explosion auch überleben. Mit dem Brisanz, ne? Ja, wie soll ich eigentlich Brisanz in meine Pfoten kriegen? Den Schlüssel suchen! Am Fuß der Treppe liegt die alte Waffenkammer. Vielleicht findest du dort, was du suchst. Ja, aber das ist verschlossen. Also nicht die Waffenkammer selbst, sondern das Brisanz ist weggeschlossen. Kann ich irgendwas als Gegenleistung für euch tun? Ich habe kein Recht, dich das zu fragen, mein guter Mäuserich. Aber würdest du dich um die Gräber meiner Gefährten kümmern? Okay, und so viele von ihnen liegen in diesen Wäldern begraben. Zünde in ihren Namen eine Kerze an, damit man sich an sie erinnert. Bitte nimm dies. Spürst du eine kalte und schwere schweren Eisenschüssel in deiner Pfote. Am Fuße von Jotis Obelisk steht eine Truhe. In ihr findest du Anweisungen, die dich in dieser Mission leiten werden. Okay, dann ist das die Obelisk-Truhe. Thronschlüssel. Es wäre mir eine Ehre. Ist das alles, was du brauchst? Du hast so viel für mich getan. Was habe ich schon getan? Ich habe dir den Namen deines Geliebten genannt. Mehr nicht. Na gut, ich habe dir ein Lied vorgespielt unten in den Katakomben. Was habe ich noch gemacht? Lied gespielt, Name gesagt. Und dennoch gibt es eine weitere Sache, um die ich dich bitten möchte. Meine sterblichen Überreste und die von Burke liegen hier überall verstreut. Ah. Okay. Noch eine von deinen und drei von Burke, habe ich das richtig gesehen? Ach, und deswegen haben wir auch von Burke was aufgesammelt. Kannst du sie einsammeln und wieder in mein Grab legen? Ich möchte meinen Frieden finden an der Seite meiner wahren Liebe. Woran erkenne ich, dass es eure Überreste sind? Sie tragen meinen Namen und die von Burke den seinen. Wenn du mir diese Bitte gewähren würdest, werde ich dir im Gegenzug etwas Kostbares geben. Bis dahin muss ich ein Schatten bleiben. Was Kostbares? Aber das heißt, wir dürfen das ja auch wirklich sprengen, so wie ich prädiktet habe. Chicken, du willst doch nur die Sachen in die Luft jagen. Und Dinge anzünden, aber dazu brauche ich erstmal mehr Tannenzapfen. Wäre lustig, wenn unten in dem abgeschlossenen Bereich der Waffenkammer noch Tannenzapfen sind. Ja, das wäre definitiv lustig. Wandern wir erstmal zur Truhe. Truhe! Was sind meine Anweisungen? Waldturmkarte. Haben wir endlich eine Karte von dieser Gegend? Oder was haben wir Zeit? Und ehre die Toten.
Ah, und das da vorne ist dann das Gebiet, wo wir noch nicht hin können. Okay. Hier sind vier solche Obelisken. Ich muss. Haben wir eigentlich jemals eine Kerze bei denen gesehen? Schnauf mich nie so an, Rattenwache. Aber ich möchte gern immer noch rein. Da drin ist nämlich was gezeichnet. Das heißt, man kommt da rein. Überall, wo Dinge gezeichnet sind, kann man rein. Was willst du? Der Tag zieht sich. Ich könnte ein bisschen Abenteuer gebrauchen. Wenn du meinst. Ich habe gehört, was unten in den Katakomben passiert ist. Der Truppeführer hat mir erzählt, dass du ihm das Leben gerettet hast. Ja, ich habe ihm mein einziges Gegenmittel gegeben für das Spinnengift. Das werde ich nicht vergessen. Er ist ein guter Freund von mir. Stimmt, der Truppenführer. Ob er hier irgendwo in der Burg jetzt rumläuft? Gibt es sonst noch was zu berichten? Der Wärter ist aufgetaucht, tot. Ah, der tot im Brunnen liegt. Man hat ihn in den Brunnen geworfen. Ein besseres Ende, als er verdient. War so schlimm. Mal sehen, mir fällt nichts ein. Okay, mehr gibt's nicht zu berichten. Wo soll ja eine Kerze sein? Ich sehe keine Kerze. Dann lesen wir erstmal den Bericht. Eine uralte Nachricht. Auf Haut geschrieben? Okay. Es gibt neun Gräber. Ehre die Toten! Zu viele sind hier bei der Verteidigung der Fanfare gefallen. Ihre Namen bis auf neun, auf immer überreicht, an Erinnerung, Tod und Zeit. So stehen diese neun Namen für ihre Opfer aller. Und so brennen diese Kerzen auf ewig an ihrer Stadt. Und sollte ein eisiger Wind ihre Flamme löschen, so möge alle guten Seelen die Kerzen wieder entfachen, in der Reihenfolge, in der unsere neuen ehrwürdigen Helden fielen. Okay, ich muss das in einer bestimmten Reihenfolge machen und dann auch noch unter Zeitdruck wahrscheinlich, bevor der Wind die Flammen ausmacht. Jote fiel zuerst hier an der Waldes Pforte. Danach Ole, der Bogenschütze, als er gen Norden in Richtung Heimat blickte. Als nächstes ging Burke von uns, bevor Kanlun südwestlich der Fanfare fiel. Wir gingen auf dem Nordhang unter der Brücke im Schatten über geliebte Eiche. Paar fiel mit Blick auf die Vaelia-Ebene. Im Licht der untergehenden Sonne, die zwei Schwestern kämpften und starben zusammen. Wende zuerst unter den Bögen und Namen nicht bekannt, gleich unter ihr. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die Inschriften der anderen Obelisken lesen, um die Reihenfolge zu erfahren. Ja, aber. Erstmal müssen wir uns den Weg natürlich freisprengen und dazu brauchen wir den Schlüssel für die Sprengstoffkammer. Und der letzte ging allein von uns, zuletzt vor dem Ruf der Fanfare. Kurz mal speichern. Und dann würde ich gerne mal nach dem Truppenführer suchen. Aber das klingt eigentlich optional, dass man ihnen das Leben retten könnte. Das heißt, eventuell geht es nicht bei ihm weiter? Hm.
Na, und nach der Elster würde ich auch noch gern suchen, weil sie ja auch erwähnt wurde von Diluin. Beziehungsweise in der Fußnote von ihm? Generell nachts nochmal runtergehen, vielleicht ist dann da die Elster. Sieht aus wie so eine 5, hier so liegt. Ist das meine Bewertung? Ich habe eine 5 bekommen. Einfach so fett reingedrückt. Dabei habe ich mir doch die größte Mühe gegeben bei der Spinnenpassage. Dann gibt man mir einfach so eine 5. Nee, nee, nee. Bin hier aber traurig. Die Frage ist, wo könnte der Truppenführer sein? Vielleicht beim Kommandanten? Dass er sich zurück zum Dienst meldet? Was bist du eigentlich für ein Zimmer? Ist die Küche, oder? Warte, im Garten ist jemand? Sehe ich das richtig? Vorne hinter der Wand ist. Ja, es müsste die Kantine sein. Der Garten, der Garten. Wer war hier im Garten? Kuckuck. So haben wir jetzt bedrohliche Musik. Ist das ein Kreuz? Ist jemand gestorben? Warum ist jetzt die Musik so bedrohlich? Moment, das ist ja eigentlich nur der Gang zur Treppe, die runter zur Waffenkammer führt. Ja. Über mir auf der Mauer. Jetzt hätte ich gern Dimensionen. Oder ist unter mir direkt die Waffenkammer? Was zeigt die Waffenkammer an? Warum ist die Waffenkammer nicht dort hinter sein? Geh mal runter in die Waffenkammer. Auch wenn ich gerade bezweifle, dass mit der Sprechblase die Waffenkammer gemeint ist. Ja, jetzt wird beim Wachturm. Waffenkammer. Okay, dann wirst du immer noch angezeigt. Flatsch. Ja, und du bist dann wahrscheinlich dafür da, wenn wir das Basalt haben. Sicherlich in einem Fass ist. Sie eine Vase auf jeden Fall. Körbe.